zwei Welten der Jessica Hammer. Zum einen absolviert sie an der Fachhochschule in Landshut gerade ihr Masterstudium in klinischer Sozialarbeit. Zum anderen ist sie auf dem Eis eine knallharte Verteidigerin, die auch den direkten Körperkontakt nicht scheut. Was brutal gut ist, obwohl Bodychecks nicht erlaubt sind, sie kann das sehr gut kombinieren, hart zu spielen und fair. Durchsetzungsvermögen gehört ganz einfach dazu im Eishockey und im Frauen-Eishockey ganz besonders. Denn im Nachwuchsbereich spielen die Mädels bei den Burschen mit. Jessica war da keine Ausnahme. Ja, also ich habe beim EVL dann angefangen, habe alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und dann habe ich zum TSV Erding dann noch gewechselt. Und gleichzeitig, glaube mit 15 Jahren, habe ich mit einer Doppellizenz eben beim ESC Planegg angefangen zum Spielen. Die 25-Jährige tanzt also gleich auf drei Hochzeiten. Frauen-Bundesliga mit Planegg, Männerhockey mit der 1B des TSV Erding und natürlich nicht zu vergessen die Nationalmannschaft. Fast 150 Einsätze hat dieses zierliche Persönchen schon auf dem Buckel. Highlight natürlich das Olympiaturnier in Sotschi, allerdings mit etwas unbefriedigendem Ausgang. Ja, das Ziel war natürlich schon fünfter Platz, so was wir uns so vorgenommen haben. Aber naja, so ist das halt im Sport. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, aber immerhin sind wir nicht abgestiegen und ja, versöhnliches Ende. Jessica war in Sochi, da habe ich alle Spiele, die im Fernsehen gebracht wurden, angeschaut. Und ich war sehr stolz über die Leistung von Jessica, weil sie hat ein sehr, sehr gutes Defensiv-Eishockey gespielt als Verteidiger. Scheibe gut laufen lassen, gut rausgebracht. Platz 7 stand am Ende zu Buche. So etwas ist Jessica eigentlich gar nicht gewöhnt. Mit Planegg holte sie jetzt 4 Jahre lang jeweils den nationalen Titel. Die 25-Jährige ist einer der wichtigsten Erfolgsbausteine und Garanten im Team von Brian Ashton. Der Jessica spielt bei uns ein sehr gutes Eishockey in dieser Saison. Die hat sich kontinuierlich gesteigert. Einsatz, Wille und Härte gegen sich selbst. Alles, was für den Eishockeysport wichtig ist, bringt Jessica mit. Das zeigte sich auch beim Finalturnier des European Women's Champions Cup, der Champions League im Frauen-Eishockey. Trotz Krankheit stellte sie sich zur Verfügung, verpasste zwar die erste Partie, war dann aber hier gegen Aika Solna aus Schweden mit dabei. Sie hat mir versprochen, wenn sie eine Pause braucht, sie würde was sagen, aber als Trainer musste ich eingreifen, weil sie würde fast im Sterben spielen wollen. Und da musste ich sie zweimal pausieren lassen, sonst hat sie voll durchgespielt, voll zu meiner Zufriedenheit. Trotz des Penaltysiegs gegen die Schwedinnen reichte es bei diesem Turnier aber nur zum 4. und letzten Platz hinter Sieger Moskau, dem Aika Solna und den Espoo Blues aus Finnland. An Jessica lag es aber sicher nicht. Die vorherige Einschätzung ihres Trainers sagt ja eigentlich schon alles über den Charakter der 25-Jährigen aus, die einen unglaublich straffen Tagesplan hat. Denn neben Training und bis zu 3 Spielen pro Wochenende bastelt sie ja auch noch an ihrem Abschluss. Also ich mache hier meinen Master in klinischer Sozialarbeit. Ich habe vorher schon meinen Bachelor hier gemacht in Sozialarbeit. Und ja, es war dann naheliegend, dass ich mich für denselben Standort entschieden habe und eben hier meinen Master machen wollte. Zum einen, weil ich eben mich noch in dem Bereich vertiefen wollte und mich weiterentwickeln wollte. Wie es dann allerdings weitergeht mit der Karriere, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aktuell kann sie sich noch genügend Zeit für Eishockey freischaufeln. Ja, ich glaube, mit dem Studium ist es noch am einfachsten zu vereinbaren, weil mit dem Job müsste man sich jetzt mal freinehmen. Und so einen Arbeitgeber muss man erst mal finden. Die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr möchte Jessica auf alle Fälle noch mitnehmen. Aber wie und wo es dann weitergeht mit Eishockey, wird sicherlich in erster Linie der Job entscheiden.